Willkommen zu einer neuen Folge Mass Effect 2. Wir sind hier mitten vor dem... Ja... Was ist denn das hier für ein Planet? Okay, das kann ich nicht aussprechen. Ach, wir schicken mal eine Sonne drauf. Können wir sagen, wir haben hier ein bisschen was geändert. Ist ja hier nicht so großartig, das Ganze. In der letzten Folge haben wir... In der letzten Folge großes gemacht. Ja, wir haben diese komische... Wir haben neue Forschungen. Okay, da werde ich leider nochmal. Nochmal kurz in die Forschung, bevor wir uns den Reaper uns antun. Sonde gestartet. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen, ne? Ressourcen. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Weil wer weiß, was wir noch alles upgraden müssen. So, Waffen-Upgrade. Guck mal, auf jeden Fall zwei Prototypen haben wir neue. Was macht denn das? Shepard hat 30% mehr Gesundheit. Was haben wir hier? Kopfschaden. Für alles braucht man natürlich Platin, ist ja klar. Okay, dafür brauchen wir irgendwas. Machen wir einfach. Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie ihnen Avancen macht, aber falls sie ihren Respekt wollen, sollten sie sich das gut überlegen. Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ja, Commander. Ja, gut, dann. Können wir jetzt ja endlich uns mit dem Reaper beschäftigen. Wir nehmen Tali mit. Und Kazumi. Oh, wir haben ein neues Gewehr, nee, ne? Guck mal, was passiert. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h.
Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS, das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Niemand heißt uns willkommen. Das ist nicht gut. Also, warum sollte uns jemand auch willkommen heißen? Kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Ich bin zwar neugierig, was Reaper angeht, aber ich möchte lieber nicht in einem gefangen sein. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet, vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung: Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Ja, aber wir sind hier Motivationen mit dem Joker auswählen, ne? Warum sollten die Geth das tun? Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, Auf der rechten Seite! Mit denen nicht. Die Tech zur Herstellung der Husks kommt also von der...
weiß nicht, wer da geschossen hat, aber ich schulde ihm einen Tanz. Ist richtig. Was hat der? Was ist das für eine Reichweite, bitte? Okay, der explodiert diesmal nicht. Schon der Mann gesagt, der Chef wäre tot. Wir haben ihm vertraut. Er hatte recht. Okay, Bilder wieder zusammenfügen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Das ist doch nicht normal. Niemand bei klarem Verstand würde so etwas wollen. Sie haben die Logs gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen, aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen derart missbrauchen. Ja, was wollen wir da machen?
Was haben die eigentlich für Waffen beide? Ja, können wir legen. War das? Was wollte der von uns? Ist das Gegner, das hier? Okay, wir brauchen ein neues Magazin. Das ist da oben alles. Nervig. Ohne Ende. Was das wohl ist.
sind die nervig. Nervig. Als ob BioWare keine anderen Einheiten entwickeln kann. Genau. Passt ja. Ich verstehe das nicht. Aber okay. Okay. Da kommt vielleicht er wieder. Weil einer nicht genug ist, kommen gleich zwei davon. Es ist lächerlich. Wir haben Gesellschaft. Das muss doch gut schauen, was da ist. Wir kommen denn noch.
des Masseneffektkerns sollte kein Problem sein. Und dann rennen wir weg, bevor das Schiff auf dem Planeten aufschlägt. Ja, hoffentlich. Aber wie man hier ist, war Kapitän Säugefahren hat, doch, das ist ein Ablassen und schalte ihn diese Folge ein. Bis denn!